Was würde ich nicht alles für eine gute Abkühlung geben? Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute ein ganz kleines Launchpad vorstellen, welches ihr für einen Sprungturm oder sonstiges fürs Wasser dann verwenden könnt. Ja, und ich würde sagen, bauen wir das Ganze mal. So, und ich habe mich jetzt in meiner Redstone-Welt eingefunden und zum Bauen benötigt ihr jeweils einen Redstone, einen Repeater, eine Sticky Piston, einen Schleimblock und dann braucht ihr ein paar nicht bewegbare Objekte. Dann würde ich sagen, bauen wir mal das Ganze. So, und ich habe mir hier jetzt gleich einen freien Platz gesucht und ich glaube, ich werde euch zeigen, wie ihr diesen Sprungturm bauen könnt. Ja, da bauen wir jetzt zuerst mal 4 Blöcke so hoch. Dann die Leiter hier rauf, seitlich unsere Stützen und hier können wir dann gleich weitermachen mit dem Redstone. Hier brauchen wir einen Repeater auf der Stufe 4 und ganz vorne brauchen wir eine Sticky Piston mit einem Schleimblock. So, dann bauen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch unsere Stiege zum Hochgehen. Setzen noch eine Druckplatte und voilà. Fertig ist unser Sprungturm. Naja, nicht ganz, dann müssen wir natürlich auch noch zubauen. Sonst sieht das Ganze irgendwie wieder aus. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Tutorial gefallen. Und falls es euch gefallen hat, wäre es echt cool, wenn ihr ein Abo dalassen könntet, ein Like oder einen Kommentar mit irgendwelchen Anregungen oder sonstigen Sachen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bei den nächsten Videos wiedersehen würden. Bis dann!